Damals wusste irgendwie jeder, wo es ihn hinzieht, wo er studieren gehen will, was er studieren will. Ich hatte von nichts einen Plan und habe mich dann zum Reisen entschieden. Eine Freundin von mir ist nach Innsbruck gekommen, mit der bin ich dann zusammen hergekommen, wollte meine Reise hier starten und weiterfahren und bin dann sozusagen hier hängen geblieben. Also ich studiere Bildungs- und Erziehungswissenschaften im Master, bin jetzt auch mit der Masterarbeit fast fertig. Dass es mich jetzt mehr in die Sportszene reingezogen hat, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das Studium hilft mir einfach auch beim Umgang mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich trainiere. Zuerst hat mich natürlich dieses Studentenleben extrem angesprochen, zu sehen, wie es ist, alleine zu wohnen, machen zu können, was man will. Und natürlich auch Innsbruck, also die Berge und alles drumherum. Zuerst finde ich es cool, dass hier ganz viele junge Menschen sind, dass man hier sehr aktiv ist, vor allem weil es auch eine sportliche Stadt ist. Das spricht mich halt sehr an. Sport war für mich immer nur ein Hobby, dann wurde es zu einem sehr intensiven Hobby und für mich ist auch das Wichtigste, dass ich in meinem Beruf, dass ich was mache, was mir mega viel Spaß macht und deswegen habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Konkret bin ich jetzt im Powerdance-Bereich intensiver unterwegs, also meine Flexibilität war katastrophal. Da musste ich halt sehr hart dafür arbeiten und auch generell das Ästhetische hat mir sehr viel abverlangt. Aber genau das liebe ich an dem Sport. Es ist eine Kombination aus Sportlichkeit, Ästhetik. Zudem habe ich auch eine Ausbildung im TRX-Bereich, arbeite auch beim Sportverband, beim ASKÖ, habe dort eine Übungsleiterausbildung gemacht und mache zurzeit auch einen Personal Trainer. Ich mache extrem gerne Sportarten, die mit dem eigenen Körpergewicht eben zusammenhängen. Auch Yoga habe ich für mich entdeckt. Ich liebe Yoga und auch Akro-Yoga, also das akrobatische Yoga, taugt mir auch. Zuerst mal bin ich eben sehr gerne in den Bergen unterwegs, weil es für mich einfach was wahnsinnig Schönes ist, einfach oben zu sein, nach unten schauen zu können, das kleine Innsbruck zu sehen. Innsbruck hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.